Ja, moin moin und herzlich willkommen zu City Skyline mit LP Gonchi und Gonchihausen. So, wir haben natürlich Stau. Wie soll es anders sein? Es ist halt City Skyline. Wir brauchen Arbeiter. Ne? Wir haben extreme hohe Nachfrage nach Wohngebieten. Das Gesundheitsproblem sollten wir eigentlich gelöst haben. Wir haben jetzt ein paar Ärzte nochmal dazu geholt. Und was wir jetzt uns dazu holen wollen, ist nochmal zusätzlich eine Universität. Denn wir haben das Problem, dass hier die Jungs... Oh. Die haben nicht genügend hochgebildete Arbeiter zur Verfügung. Das ist ein Problem. So. Und das müssen wir irgendwie lösen. Und ich hatte ja hier zuletzt eine Oberschule gebaut. Ich werde hier so ein bisschen das Studentenviertel bauen. Die Straße hatte ich ja hier schon mal weitergemacht. Jetzt will er mir natürlich zeigen, was ich hier alles für tolle Gebäude habe. Ja, habe ich verstanden. Wir werden... Tipp, 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 tipp. Das kostet immerhin 75 Flocken. Wenn hier eine Uni hinzimmern. Die freuen sich natürlich alle. Ja, 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 fast. Die äußere Ecke hier hinten nicht mehr. Aber ich glaube, das war sogar... Meine Güte. Was er mir alles für schöne Gebäude zeigen möchte. Oh, Wasser haben die auch nicht. Ich glaube, da hinten war nur noch Gewerbegebiet, deswegen haben die sich da nicht mehr so großartig drüber gefreut. Wir werden aber auf jeden Fall hier nochmal Wohngebiet bauen müssen. Aber wenn ich jetzt... Ja, das ist perfekt. Hier werden wir auch wieder eine normale Strecke runterziehen. Ach komm ey, immer diese Profis hier. Jetzt habe ich auch noch eine falsche Straße genommen. Können wir die gleich nochmal aufwerten? Zack. Zack, zack. Wir wollen ja eine schöne Allee. Jetzt wieder klingeln im Hintergrund. Die ganzen Gebäude werden aufgewertet. So soll es sein. So, dann werden wir hier so ein bisschen wieder... Ja, ein bisschen kleiner. Ja, bis hier. Genau. Zack. Und... Den Rest lassen wir entspannt kleine Häuser bauen. So, zack. Und gleich mal gucken, ob die Wasser haben. Ja. Haben sie. Sehr gut. Das wird nicht reichen. Der Baron Brick, der war bei mir im Livestream und der hatte mir mal eigentlich ein ganz interessantes Gebäude gezeigt. Quatsch, nicht Gebäude, sondern... Gebiet, wie man es am besten baut, aber dafür fehlt mir jetzt noch ein bisschen Kohle. Da müssen die jetzt erstmal so durch. Das hilft nichts. So eine Brücke wird auch nicht ganz günstig. Könnten noch ein Gebiet bauen. Das könnte man natürlich auch machen. Wir könnten hier oder hier einen Kreisverkehr bauen, wenn wir uns das Gebiet noch kaufen hier. Rohstoffe. Oh, okay. Erz hätten wir hier. Öl, Entschuldigung. Forstwirtschaft. Ist doch, ne? Aber da sind doch gar keine... Da ist doch gar kein Wald. Vielleicht verguckt. Hier könnten wir noch ein bisschen fruchtbares Land. Das können wir doch nutzen hier. Das dürfte die doch nicht stören. Wobei, wir haben gerade keinen Bedarf. Warum habe ich eigentlich da nichts? Warte mal. Könnte man eigentlich noch ein bisschen erweitern? Komm mal ran hier. Kleinen Pixel. Zack. Und die anderen Gebäude nicht kaputt machen. Das kann man sogar wahrscheinlich sogar noch besser machen, als ich es gerade gemacht habe. Guck mal, das. Vielleicht war es schon so ein Gebäude. Ja, sieht so aus. Sonst hätte das ja abgebaut. So, dann bauen wir hier nochmal ein bisschen fruchtbare Industrie hin. Zack. So, und hier könnten wir es nämlich auch noch machen.
Auch wenn wir es jetzt nicht unbedingt brauchen. Also von der Industrie, ne? Die ist gerade nicht so wirklich nachgefragt. Könnten wir das aber trotzdem rein theoretisch? Meine ich nicht. Zumindest. Ja. Hier ist eh nicht viel Verkehr, deswegen stört mich das irgendwie gerade nicht so. Zack. Machen wir erstmal das auch noch mit. Und Wasser brauchen wir ja ein bisschen. Zack. So. Ich hoffe mal, das ist kein Problem. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So. Dann nehmen wir das, 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 das. Jetzt brauchen wir Gewerbe. Ziehen wir noch dichter an die Autobahn? Ich glaube nicht. Wir könnten höchstens noch eine Busch... Okay. Gerade ein bisschen irritiert, dass sie da in der Mitte nicht bauen. Okay, die haben natürlich keine... Anbindung. Okay, so. Warte mal. Die. Hochgebildet haben wir noch gar keine. Wir haben immerhin 700, knapp 740 Studenten. 750, okay. 5200 passen hier rein. Also Studentenstadt, das passt schon mal soweit. Kohle fließt auch ohne Ende. Sehr gut. Wir können ja hier nochmal kurz gucken. 401 Euro, 407 oder Münzen oder wie auch immer man sie nennen möchte. Gegenüber 721 ist eigentlich okay. Das passt. Also wir wollen ja hauptsächlich, dass die einfach mehr fahren. Also mit Bus fahren. Das ist ja der eigentliche Grund. So, wir machen mal hier eine Route. Ja, genau. Ihr könnt euch alle schön freuen. Zack. Das wird sie, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen aufwerten. Studentenroute hier. Die haben hier noch gar keine Busspur. Gut, die müssen halt ein bisschen laufen. Ist nicht zu ändern, aber die Busspuren, ne? Wir haben hier so langsam so ein kleines Netz, wo die... einfach an der einen Bushaltestelle dann halt stehen bleiben oder aussteigen und dann in den anderen Bus einsteigen können. Das passt ganz gut. Müssen die halt die paar Meter laufen. Das werden die ja wohl hinkriegen. Was man natürlich nochmal machen könnte. Wir könnten hier nochmal so eine kleine Busspur langführen. Zack, da wird es alles schön aufgewertet. Zack. Zack. Hier. Kommt er nicht? Doch, genau. Da kommt er doch auch noch lang. Zack. Zack. Guck mal, hier fahren wir hier durch, so ein bisschen kreuz und quer. Dann kannst du hier noch. Da noch. Und wenn wir von hier wieder die Linie abschließen. So. Das sieht doch schon so ein bisschen. Und die können gehen. Ach komm, das sieht doch gut aus. Ich glaube ja. Ich glaube, das passt. Wir brauchen wieder 7000 neue Einwohner. Okay. 75.000 haben wir. Ich glaube, ich kaufe dieses Gebiet und baue hier erstmal einen Kreisverkehr hin. Dann haben wir hier eine zweite Einfahrt. Kann man von beiden Seiten so ein bisschen kommen. Oha. Wir müssen erstmal hier ran.
Irgendwie ist es doof, ey. Fahrspurverbänder. Hä? Zack. Der darf nur geradeaus. Eieieiei, hier haben wir ja eine schöne Baustelle. Oh, ne? Fahrzeugverbinder, Fahrspurenverbinder. So, der darf nur noch da. Der nur da und da. Der darf da und da. So, das bringt noch nicht viel. Der darf nur noch da. Müsste rein theoretisch, würde ich den nochmal durch den Kreisverkehr schicken, wenn er woanders hin will. Kann man das machen? Einfach damit die einfach mal fahren. Wisst ihr, wie ich meine? So, und die dürfen nur noch da. So, fertig. Aus die Maus. Und wenn die... Und die verstopfen hier halt alles, ne? Das ist natürlich doof. Oder ich hole hier einfach nochmal eine Kreuzung rüber. Da und der darf nur noch da. Mal die. Mal den muss ich auch noch regeln, weil die fahren hier direkt wieder auf die Spur rüber. Die dürfen auch nur noch da. Da und da. Mal die ziehen nämlich hier rüber. Dadurch können die noch nicht hier langs fahren. Das stört natürlich auch wieder ein bisschen. Holy. Das ist ziemlich unglücklich. Und die hier rauskommen, dürfen nur noch da. So machen wir das. Die dürfen nur nach da. Da, da. Und der darf nach da, da, da. Ist zwar doof, die kommen hier nicht rechts lang. Aber da ist halt gar kein Verkehr. Weil wenn die jetzt auch noch rechts abbiegen wollen, das ist ja asselig. Die können ja auch über den Kreisverkehr kommen. Also eigentlich haben die keinen Grund zu warten. Weil ich vom Fahrzeug verbinde, habe ich doch gesagt, er darf nur da lang. Und auf wen wartet er jetzt hier? So, dann kriegen wir das doch im Griff. Müssen die halt ein bisschen weitere Route fahren, das ist denn so. So, und der auf diese Spur kommt, ja, jetzt ist doch der Respawn durch. Nice. Verkehrsproblem gelöst, ey. So, dann müssen die halt hier den Kreisverkehr fahren, das ist dann halt so. Doof ist immer, dass man hier immer neu klicken muss. Okay, hier ist es auch noch nicht geregelt. Der darf noch da hoch. Und... Der darf nach da. Und meinetwegen auch nach da. Und nach da. So, und du. Jetzt mal schön die Spur da freilassen. So, damit die hier raufkommen. So, das müsste klappen.
Ich sag den sonst. Obwohl. Ich sag dem auf jeden Fall, dass er dahin muss. Und den, dass er dahin muss. Und den. Ist zwar doof, aber auch, dass er dahin muss. Dann dürften die nämlich auch immer. Ja, okay, wir müssen auf Respawn warten. Weil dann ist nämlich klar, die beiden Spuren müssen abbiegen. Dann kriegen wir den hier so ein bisschen in die Breite rein. Weil das Problem ist einfach hier auf diesen sechsspurigen. Du hast eine schön fette sechsspurigen Kreisverkehr. Und die Vollnasen fahren immer schön auf der Außenspur. Die sollen sich nicht so anstellen. So, das läuft hier. Sieht zwar bunt aus jetzt und ist bestimmt nicht optimal. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Dadurch, dass es hier so bunt ist. Okay, die hier abbiegen müssen, ist halt so. Die müssen dann halt einen Moment warten. Aber so viel Verkehr kommt ja von da auch nicht. Jetzt könnte man die Geschwindigkeit noch ein bisschen anpassen, wenn man will. Okay, für die, die hier links abbiegen wollen, ist natürlich mistig. Verstehe. Dann stehen die hier auch. Genau, guck mal, und was ich hier auch wieder sagen werde, wir haben hier drei Spuren. Zack. Wir werden sagen, die Außenspur darf nur noch da. Die darf nur noch da. Und die darf nur noch da. Fertig. Aus die Maus. Ja, ist doch perfekt. Außer wenn die da abbiegen müssen. Die ist zu klein hier, die Straße. Das ist doof, dass es hier eine einspurige ist. Aber ich glaube, ich kriege das hier auch nicht größer, ne? Kriegen wir das größer? Ja. Doppelspurig muss denn hier reichen. So, pass auf. Fahrspurverbinder. Zack. Und du darfst geradeaus und nach da. Der darf nur nach da. Dann haben wir natürlich... Zack. Pass auf, und du? Wie krieg ich den hier wieder weg? Wenn ich... Warte mal. Zack. Den. Wenn ich den da nochmal klicke, geht er dann weg? Yo. Der darf nämlich dann nur auf diese Spur. Dann kommen die hier ohne Probleme rauf. Die müssen darum... Und der kann dahin. Du kommst hier auch auf die Spur. Ja. Dann darf einer nach da abbiegen. Und... Ah, die will ich eigentlich noch nicht rechts abbiegen lassen, weil die kommen ja... Wir gucken mal. Was ist natürlich doof denn, wenn sich das alles auf... Ja gut, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass sich hier jetzt nochmal ein bisschen mehr staut. Weil die natürlich von da nur hier lang fahren dürfen. Fahren einmal rum und wieder zurück, ne? Wobei, das dürfte ja auch nicht das Problem sein. Ja, es läuft. Sie kriegen es in den Griff. Sehr gut. Es ist noch ein kleiner Rückstau gerade, aber der passt. Alles fein. Alles gut. Sehr gut. Schön, dann haben wir das auch. Hier so in der City ist es relativ entspannt. Naja, haben wir schon. Ja, das passt. Hier ist alles schick. Aber die suchen Arbeiter ohne Ende, ey. Mann! Ich muss Wohnfläche bauen. Entweder baue ich das hier. Ist aber doof mit der Brücke, das kostet wieder richtig viel Kohle. Oder... Oder hier.
Zack. Brauch noch alle Arbeiter, ey. Zack. Eieieiei. Ja, komm, wir müssen den Fahrspur verbinden, das hilft alles nichts. Das gehört leider gerade irgendwie zum Spiel. Uiuiui. Das gehört hier gerade zum Spiel leider gerade extrem dazu. Ansonsten. Ansonsten kriegen wir das hier nicht gemanagt. So, die fahren hier alle rüber. Zack. Zack. So, das darfst du machen. Am liebsten würde ich die Spuren hier sperren. Okay, der wird ja wohl gerade ausfahren, oder? Ich weiß gar nicht, ob das so klug ist hier gerade. So, zack. 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 Oh, warte. Zack. So, warte mal. Und hier machen wir müssen wir leider wieder genau dasselbe Spiel machen, weil das Problem ist einfach. Natürlich Bombenwetter jetzt gerade für die Aufgabe. Das Problem ist, sonst eiern die sich hier ein zurecht, ne? Und das geht nicht. Zwei, drei. Zack, die müssen auf den Kreis wegkommen hier, die Jungs. Und der darf halt nur da. Primär und da. Komm, mach so. So, und die versperren halt immer dadurch, dass sie hier immer schön innen fahren müssen, ohne dass sie abfahren wollen. Nerven sie halt wie Bolle. Lassen den Verkehr nicht rauf. Und das ist natürlich doof. So, der geht nämlich hier wieder schön auf die dritte. Machen wir so. Na toll. Ist egal. Die werden schon wissen, was sie machen. Hallo, geht das nicht? Ach, komm, fahr wie du willst. Fahr wie du willst, aber versperrt hier den Außenkreis nicht ständig. So, das sieht doch gut aus jetzt. Glaube ich. Naja, ich weiß nicht. So, nächste Einwohner hier. Wir könnten natürlich... Komm, wir machen das erstmal. Ich hau hier hinten jetzt nochmal so einen Strang ran. Das hilft nichts. Wir müssen... Oh, wir müssen erstmal zügig neue... Ach. Neue Einwohner bekommen. So. Wasser müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen. Nee. Passt genau. Als wenn ich es gewollt hätte. So, machen wir ein bisschen größeres. Brauchen schnell mehr Einwohner. Zack. Zack. So, dann können wir das erstmal wieder so ein bisschen befriedigen. Dann, zack, hier geht's lang. Außerhalb der Stadt. Hm. Wieder. Okay, wenn wir das dazu kaufen, kriegen wir hier ein Autobahnkreuz dazu. Gut, was uns ja erstmal nichts bringt. Ob wir es nur haben oder Peng, ne? Aber ich. Wo kam der Flieger denn mit mal her? Aha. Was ich halt machen möchte, ist hier auf der anderen Seite ansiedeln. Das macht nur Sinn. Das wird Geld kosten, aber wir sind relativ zügig hier weitergekommen und haben uns viel um die Verkehrsprobleme gekümmert, was zur Folge hat, dass wir relativ gut Geld gefarmt haben, kann man beinahe sagen. Jetzt könnte man halt hier nochmal sagen, man baut hier eine Brücke rüber.
Warum stehen da Autos? Achso. Nee, die parken da nur. Alles klar. Ich glaub, macht das Sinn, hier die Brücke rüber zu bauen? Oder wird das hier ein Problem dann? Immer noch nicht offen. Doch. Zack. So. Dann haben wir das schon mal. Kann man hier nochmal so ein Gebiet ranzimmern? Muss nur eine ordentliche Autobahnauf- und Abfahrt finden. Denn ich will eigentlich dieses Wohngebiet nicht hier komplett durch diese Straße führen. Die hat so schon Probleme. Aber die könnten natürlich da abbiegen. Hier haben wir den... Das können... Guck mal, wir können das ja hier so machen. Fahrspurverbinder. Zack. Der darf nur noch da. Komm. Zack. Und der darf nur nach da. Fertig. Dann können die nämlich... Ach, die dürfen gar nicht rechts. Das doch nicht. Sollte das so? Wahrscheinlich muss ich die Straße hier auch nochmal erweitern. Das hilft alles nichts. So. Und der darf auch geradeaus. Das müsste ich auch ändern. Die haben halt zu viele Optionen hier, die Jungs. Ja. Damit das hier flüssig läuft. Ja, ich glaube, das macht so mehr Sinn. Ja. Gut, und hier fädeln die sich so ein bisschen ein. Haben dann hier drei Spuren, um runterzufahren. Okay, jetzt nerven die natürlich hier. Okidoki. Kommt die hier wenigstens weiter? Ja, so ein bisschen flüssiger ist das. Natürlich hier. Ist hier eine Ampel oder was? Wo fahren die denn immer ständig? Da ist eine Ampel. Okay, das ist natürlich Mist. Ampeln sind erstmal grundsätzlich Mist. Und dann müssen wir eigentlich die Kreuzung, die hier direkt nach dem Kreisel kommt, auch organisieren. Und zwar so. Und ihr... Okay. Ihr habt Glück, ihr dürft das so machen. Zack. Ihr dürft aber auch nur so. So. So, dann haben die hier die... den Innenkreis hier auch weg. Okay, wunderbar. Da steht auch noch wieder eine Ampel. Mann, ey, diese Ampeln immer. Zack. Ohne Ampel läuft das viel flüssiger. Ich sage euch das. Also mir wurde das so beigebracht. Alles vor der Ampel hier. Kein Wunder, dass hier Stau ist. Boah ja, also von der Logik her ist es natürlich nicht so, ne? Ich würde eigentlich für so ein Spiel eine Ampel bevorzugen und sagen, es macht ja nur Sinn. Wer ist das denn? Ich habe hier noch nie Schweine gehört. Donuts, Donuts. Okay. Goody! Ja, die kriegen das schon hin hier mit dem Verkehr.
Vorher mit der Ampel sah das besser aus. Shit. Okay. Verkehrsprobleme bleiben einfach bei diesem Spiel nicht aus, das ist so. Vielleicht muss man das auch einfach mal ignorieren und... Keine Ahnung. U-Bahn können wir jetzt ja mittlerweile auch mal bauen. Macht übrigens Sinn, wir haben echt ordentlich gut Kohle. Gewinnen auch Einwohner dazu, gewinnen vor allem ordentlich Kohle andauernd dazu. Ich bin mal gespannt, also dieses Gebiet hier oben, da werde ich sicherlich nochmal was machen. U-Bahn werden wir nochmal was machen. Dies, was Baron Brick mir mehr oder weniger, ja, eher mehr beigebracht hat im Livestream, das werden wir sicherlich auch nochmal machen. Das ist so ein extra Gebiet quasi, wo, na, ich zeige euch das. Das ist schwer zu erklären. Er hat nämlich auch erst versucht, das kurz im Chat zu erklären. Hat dann gesagt, Mensch, wie sieht's aus? Kann ich mal kurz irgendwie auf den TS kommen? Das ist etwas schwierig zu erklären. Und hatte mir das dann beigebracht. Okay, wir gucken mal, wir haben da... Ich guck da einfach gar nicht hin. Ich sage, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ich glaube, ich bin irgendwie gerade am Wasser oder so. Und wenn es nicht gerade gewittert, ich hoffe nicht. Und ich wünsche euch einen schönen Wochenstart vor allem. Und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Dienstag, 14 Uhr. City Skyline mit Grunschihausen. Und tschüss.